Immer wieder wird beim Thema Deko von Sättigungsmodellen gesprochen und du weißt nicht, was sich dahinter verbirgt? In diesem Video erfährst du es. Moin, Sebastian hier. In meinem letzten Video zum Thema Dekompression habe ich dir erklärt, was es mit den Begriffen Halbwertszeiten und Gewebekompartimente auf sich hat. Ganz kurz zur Wiederholung. Die Halbwertszeit gibt an, in welcher Zeit ein Gewebe die Differenz zwischen dem Partialdruck eines Inertgases und dem Gewebedruck dieses Gases zur Hälfte ausgeglichen hat. Bei einem Tauchgang in 30 Metern Tiefe wäre das hier die Differenz zwischen dem Gewebeinnendruck und dem Stickstoffpartialdruck direkt nach dem Abtauchen. Und bei einer Halbwertszeit von 10 Minuten würde sich diese Differenz so lange alle 10 Minuten halbieren, wie du auf 30 Metern bleibst. Das ist mit einer Halbwertszeit von 10 Minuten gemeint. Und als Gewebekompartiment bezeichnet man einen fiktiven Bereich deines Körpers, bei dem der Gasaustausch mit einer bestimmten Halbwertszeit stattfindet. Das populärste Sättigungsmodell ist das von Albert Bühlmann mit insgesamt 16 verschiedenen Kompartimenten. Die Halbwertszeiten hängen hauptsächlich von der Durchblutung ab und liegen in diesem Modell zwischen 4 und 635 Minuten. Hier siehst du die Auf- und Entsättigung aller 16 Kompartimente bei einem Tauchgang in 30 Metern Tiefe mit Nitrox 32 und zwar erst während der 40-minütigen Grundzeit und anschließend während der ersten Stunde nach dem Tauchgang an der Oberfläche. Wenn dir das zu schnell ging, schau dir das alte Video nochmal an, dort erkläre ich es wesentlich ausführlicher. Heute möchte ich darauf aufbauen, die Idee hinter einem Sättigungsmodell erklären und dabei besonders auf die Rolle der M-Werte und der Führungsgewebe eingehen. Um das Konzept des Sättigungsmodells zu verstehen, müssen wir uns von den Balkendiagrammen leider verabschieden. Also lass uns einmal einen dekopflichtigen Tauchgang auf eine etwas andere Art anschauen. Hier unten auf der X-Achse findest du den Umgebungsdruck und auf der Y-Achse den Gasdruck für irgendein beliebiges Gewebekompartiment. Das heißt, wir schauen uns den Tauchgang erstmal nur für eins der 16 Kompartimente an. Das macht das Ganze wesentlich einfacher. Weil wir bereits an der Oberfläche einen Druck von einem Bar haben, ist das hier unser Oberflächendruck. Du möchtest jetzt tauchen und bevor du ins Wasser gehst, befindest du dich hier am Punkt A. Dein Gewebe ist bereits mit 0,79 Bar Stickstoff gesättigt. Das ist der Stickstoffpartialdruck hier an der Oberfläche. Wenn du jetzt abtauchst, steigt natürlich der Umgebungsdruck stark an. Die Menge der Stickstoffs in deinem Gewebe steigt aber zunächst nur sehr gering an, weil die Aufsättigung, wie du im letzten Video ja gelernt hast, Zeit braucht. Am Punkt B beginnt jetzt deine Grundzeit. Das heißt, der Umgebungsdruck bleibt konstant, während dein Gewebe allmählich aufsättigt. Nach einer Weile ist die Grundphase vorbei und du beginnst am Punkt C deinen Aufstieg. Das bedeutet, dass der Umgebungsdruck wieder abnimmt, die Gewebesättigung ändert sich in dieser Phase erneut relativ wenig. Irgendwann während des Aufstiegs erreichst du dann einen Punkt, an dem der Gasdruck in deinem Gewebe dem Umgebungsdruck entspricht. In unserem Diagramm ist das der Punkt D. Mathematisch gesprochen erreichst du in diesem Diagramm jetzt die Winkelhalbierende. Und wenn du deinen Aufstieg jetzt fortsetzt, ist der Gasdruck in deinem Gewebe größer als der Umgebungsdruck. Und das ist zum einen die fundamentale Voraussetzung zur Blasenbildung, zum anderen geht allerdings die Entsättigung umso schneller, je weiter du auftauchst. Und genau diese beiden Ziele beschreiben sehr gut das Prinzip des Sättigungsmodells. Die Idee hinter einem Sättigungsmodell ist es, so weit wie möglich aufzutauchen, um den Diffusionsgradienten zu maximieren und damit die Entsättigung zu beschleunigen. Gleichzeitig darfst du aber nur so weit auftauchen, dass es nicht zu einer kritischen Übersättigung bzw. Blasenbildung kommt. Als nächstes möchte ich mit dir über M-Werte sprechen, also zurück zum Diagramm. Denn die alles entscheidende Frage ist jetzt, wie weit darfst du eigentlich auftauchen, bevor die Übersättigung in deinem Gewebe so groß wird, dass die Blasenbildung zum Risiko wird? Die Antwort lautet bis zum Punkt E. Dieser Punkt ist dein Übersättigungslimit. Aber woher kommt der Punkt? Ganz einfach, es gibt für jedes Gewebe eine Linie, die sogenannte M-Wertlinie, die in Abhängigkeit vom Umgebungsdruck angibt, wie viel Übersättigung das Gewebe tolerieren kann, bevor es gefährlich wird. Und wenn du diese Linie erreicht hast, musst du deinen ersten Dekostopp einlegen. Das heißt, die Tiefe und damit der Umgebungsdruck bleiben jetzt wieder konstant und das Gewebe entsättigt weiter. Und erst wenn es sicher ist, zur nächsten Stopptiefe aufzutauchen, dann machst du das. Und so arbeitest du dich Stopp für Stopp bis an die Wasseroberfläche. Das ist auch schon die ganze Idee hinter den M-Werten.
Du siehst selbst, dass es relativ einfach und keine Kernphysik ist. Wenn du dir zum M-Wert nur einen Satz merken willst, dann am besten diesen hier. Der M-Wert gibt an, wie viel Übersättigung ein bestimmtes Gewebe in Abhängigkeit vom Umgebungsdruck toleriert, bevor es zu einer kritischen Blasenbildung kommt. Aber ich wollte dir ja auch noch den Begriff Führungsgewebe erklären. Die M-Wertlinie sieht für jedes der 16 Gewebekompartimente unterschiedlich aus. Die schnellen Kompartimente, also diejenigen mit einer kürzeren Halbwertszeit, tolerieren tendenziell eine größere Übersättigung als die langsameren. Das bedeutet, für die schnelleren Gewebe ist diese Linie weiter oben, für die langsameren weiter unten. Das klassische Sättigungsmodell von Bühlmann unterstellt, wie schon gesagt, 16 Kompartimente. Das heißt, du hast im Prinzip 16 Grafiken wie diese hier und jedes Mal dann, wenn das erste Gewebe an seine M-Wertlinie stößt, machst du einen Stopp. Weil dieses Gewebe aktuell deinen Aufstieg kontrolliert bzw. führt, bezeichnet man es als Führungsgewebe. Tendenziell kannst du dir merken, dass im Laufe des Aufstiegs immer langsamere Gewebe zum Führungsgewebe werden. Zu Beginn des Aufstiegs sind die schnelleren Gewebe fast vollständig gesättigt und damit der limitierende Faktor. Die langsameren Kompartimente sind noch nicht annähernd gesättigt, sodass ihnen der Aufstieg am Anfang überhaupt nichts ausmacht. Aber nach einer Weile ändert sich das. Die schnelleren Gewebe entsättigen zum einen sehr effizient und halten zum anderen auch eine höhere Übersättigung aus. Das heißt, im flacheren Wasser werden dann die langsameren Gewebe zum limitierenden Faktor und damit zum Führungsgewebe. Außerdem kannst du dir merken, dass bei längeren Tauchgängen tendenziell langsamere Kompartimente zum Führungsgewebe werden. Das liegt daran, dass die schnellen Gewebe nach einer gewissen Zeit vollständig gesättigt sind. Wenn der Tauchgang jetzt länger dauert, passiert bei ihnen nichts mehr. Die langsameren Kompartimente sättigen allerdings weiter auf und machen sich dadurch beim Aufstieg wesentlich eher bemerkbar. Und hier kommt auch noch ein Merksatz zum Führungsgewebe. Als Führungsgewebe bezeichnet man das Kompartiment, das beim Aufstieg die M-Wertlinie erreicht und damit den Aufstieg limitiert bzw. führt. Das war's auch schon zum Thema Sättigungsmodelle. Ab jetzt kannst du mitreden, wenn darüber diskutiert wird. Wenn du nicht nur über Dekompression reden, sondern auch Deko-Tauchgänge machen möchtest, kann ich dir zum Beispiel einen REC 3 empfehlen. Aber auch im Fundi lernst du bereits, wie du Freiwasseraufstiege mit Stops sicher durchführst und das Ganze sogar mit Gasspende oder Boje. Bei Fragen zu diesen Kursen, zu anderen Kursen von GUI oder zum Thema Tauchen allgemein kannst du dich wie immer gerne jederzeit an mich wenden. Meine Kontaktdaten stehen unten in der Videobeschreibung und falls dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal und ich sag bis zum nächsten Mal. Weil wir bereits an der Oberfläche einen Druck von 1 Bar haben,